Stellen Sie sich einmal vor, dieser Mann hier hat viele hundert Schreiben gesendet, um zu berichten, dass Vitamin D nachweislich gute Effekte hat. Es reduziert das Krebsrisiko. Hallo, hier spricht Raimund von Helden vom Institut Vitamin Delta. Er stellte sich dann die Frage, William Grant stellte sich die Frage, warum Wissenschaftler es einerseits nachweisen, Ärzte aber nichts davon wissen wollen. Er hat dazu diese Publikation geschrieben, die jetzt im Februar 2019 veröffentlicht wurde. Sie ist auch im Original in Englisch nachzusehen. Ich habe es hier gefasst in diese Seite vitamindstreit.de. Da können Sie sich die Posterstrecke auch als PDF herunterladen. Ja, Ärzte gegen Wissenschaftler, das hört sich so an, als wären Ärzte keine Wissenschaftler. Sie haben oft möglicherweise andere Interessen. Hier sehen wir William Grant. Es ist etwa 10 Jahre her. Ich war auch mit von der Partie auf einem der Ärztekongresse, ist falsch gesagt. Ärzte waren keine da. Es war ein Wissenschaftlerkongress zum Thema Vitamin D. Diese drei Experten haben schon einige Publikationen gemacht. Man trifft sich und tauscht sich aus. In der Fachwelt weiß man, Vitamin D hat eine enorme Macht. 250 Publikationen allein sind hier auf PubMed gelistet und er hat mit seinem Institut SunARC, also Regenbogen, schon vor Jahrzehnten erkannt, dass Vitamin D in allen Stadien des Lebens besonders wichtig ist. Die Mortalität wird reduziert, das konnte er beweisen. Mit ihm zusammen ist auch meine Publikation erschienen zur Verminderung der Sterblichkeit in Deutschland. Es gibt allerdings auch Studien, die sagen, nee, bringt alles nichts, Vitamin D, alles nicht nachgewiesen. Und das ist natürlich leicht zu bewerkstelligen, eine so wertvolle Substanz zu verunglimpfen, wenn man den Vitamin-D-Spiegel gar nicht misst. Man gibt irgendwas und sagt, nee, das hat nichts gebracht. Und hier ist die Orientierung am Vitamin-D-Spiegel, wie sie von Grant und Hollick veröffentlicht wurde, zwischen 30 und 90, das ist die grüne Zone. Da müssen wir hin, aber bei weitem sind da nicht alle. Jetzt im Januar sind die Hälfte der Menschen hier im Defizit. Seit 40 Jahren ist bekannt, dass es zwischen schlechtem Vitamin-D-Spiegel und Krebs einen Zusammenhang gibt. Dann kam jetzt die Vitalstudie, die hat nochmal alles durcheinander gewirbelt. Das ist hier unter dieser speziellen Seite haben wir dann noch eigens Stellung genommen. Und William Grant geht jetzt in dieser Studie, die ich jetzt Absatz für Absatz übersetzt habe, mal durch, was es denn alles gibt. Man hat schon Lebensraumstudien gemacht, gezeigt, dass Menschen, die Natursonne haben, deutlich gesünder sind als solche, die in Großstädten in irgendeiner Etage eingepfercht werden. Wir haben gesehen, dass in Abhängigkeit der Spiegel das Krebsrisiko runtergeht, Darmkrebs, Brustkrebs, und dass es biologische Mechanismen gibt. Aber die Ärzte sagen, dass so Mechanismen interessieren uns nicht. Wir gucken einfach, was es bringt. Und dann wird natürlich unterdosiert. Genetische Studien sind relativ kostspielig. Die einzigen, die sich das noch im großen Stil leisten, sind die Chinesen, die dann eben hier mal 100.000 Gentests machen, um zu schauen, ob mit einem bestimmten Gen für den Vitamin-D-Rezeptor dann auch Risiken verknüpft sind. Das ist aber mit dem Problem behaftet, dass es relativ teuer ist. Man braucht also 100.000 Leute, um da etwas zu beweisen. Dann die randomisierten Studien, da fahren alle Ärzte drauf ab, die Doppelblindstudie, aber sie braucht auch zwei Voraussetzungen. Und zwar muss man sicher sein, dass das, was ich als Medizin gebe, die Leute sich nicht jederzeit an jeder Ecke holen können, sprich Sonnenstrahlen. Und es geht auch von der Behauptung aus, dass also eine dosierte Gabe von einem Milligramm dann auch eine entsprechende Wirkung hat. Und bei Vitamin D ist es eben so, dass die Wirkung erst ab bestimmten Leveln, also Vitaminspiegeln, zustande kommen. Dann müsste man die gleich kontrollieren. Einfach nur zu geben und sagen, es bringt nichts oder es bringt etwas, das ist zu wenig. Es gab eine erste Studie schon vor 12 Jahren von Lappe.
da wurden mit 1000 Einheiten, also mit dieser Mini-Dosis, bereits eine 77% Krebsreduktion erzielt. Eine weitere zeigte ein 17% Reduktionsrisiko. Allerdings war das sehr unsystematisch, was man hier an Vitamin D gegeben hat und daher nicht signifikant. Weitere Studien zeigten eine 35%ige Reduktion. Also alle Studien wiesen in die Richtung, allerdings auch unterdosiert. Auch diese mit 2000, das war einfach zu wenig. Und die Vitalstudie, die hat jetzt auch nur 2000 eingesetzt und hatte dann nur Minderung von 17-25%. Aber ich sag mal, wenn man das schon erreichen könnte, das wäre ja schon mal mehr als die ganze bisherige Medizin aufbieten kann. Aber das hat man dann alles nicht richtig deklariert. Das New England Journal of Medicine hat eben nur die Negativbereiche dieser Studie gezeigt, aber die positiven nicht genannt. Das ist natürlich eine Verzerrung der Ergebnisse. Und wer sich über diese Problematik informieren will, hier Vitamin D-Vital-Durchblicker, dann sieht man, was man machen muss, damit eine Studie eine angebliche Unwirksamkeit beweist. Hier hat man es denn richtig gemacht, gezielte Gabe von Vitamin D. Und da kam dann tatsächlich raus, 67% Risikoverminderung bzw. 80%, das sind sehr knackige und auch signifikante Zahlen, die hier bei Grassroots Health auch nachzulesen sind. In der Diskussion von William Grant in seinem Paper kann man eben nachlesen, dass das Risiko vieler Krebsarten, hier Übersetzungsfehler, wird abgesenkt. Insbesondere bei Menschen mit dunkler Hautfarbe ist ein großer Nutzen da, weil die nämlich nicht so schnell Vitamin D bilden. Die Ausnahme wird hier Prostatakrebs genannt, wobei das Gute ist, man kann gegen Prostatakrebs Vitamin D nehmen. Es gibt nämlich dann im Endeffekt weniger Krebstodesfälle. Deshalb nehme ich es auch. Die Inzidenzrate ist erhöht und das ist etwas Merkwürdiges, was einer Erklärung bedarf. Inzidenz ist ja das, was festgestellt wird, dass irgendwo behauptet wird, aha, hier ist die erste Prostatakrebszelle beim Mann festzustellen. Und ich behaupte mal, die Menschen, die ein sehr hohes Gesundheitsbewusstsein haben und auch alle Vorsorgemaßnahmen nutzen, zum Beispiel auch die Einnahme von Vitamin D, die gehen dann auch besonders gerne zum Urologen und der stellt dann fest, aha, da war eine Prostatakrebszelle. Nun ist es so, dass bei 80% aller 80-Jährigen irgendwelche Prostatakrebszellen nachweisbar wären, wenn man die Prostata untersucht. Das wissen wir von Wiener pathologischen Befunden, von systematischen Leichenöffnungen. Und diese Inzidenz scheint im Grunde unwesentlich zu sein, denn wir erleben in der ganzen westlichen Welt, dass die Zahlen der inzidentellen Prostatakarzinome explodiert, während die Zahl der Krebstoten überhaupt nicht sich verändert. Das heißt, hier findet eine Überdiagnostik statt, hier wird quasi ständig die Alarmglocke geläutet für Zellen, die wahrscheinlich unter der Körperkontrolle gar nichts machen. Weiterhin versucht William jetzt zu formulieren, warum Ärzte und Wissenschaftler so ein Gegensatz sind. Man könnte sich ja hier auf die Hill-Kriterien einigen. Hier hat Herr Hill festgelegt, wann man von einer Kausalität sprechen kann. Und alle diese Kriterien treffen zu. Das heißt, wir haben eine kausale Beziehung. Das kann man hier alles nachlesen. Das ist auch speziell aufgearbeitet. Ärzte möchten aber immer die Doppelblindstudie haben und das kann nicht funktionieren, weil die Menschen, die jetzt an so einer Studie teilnehmen, sagen, ach, ich habe jetzt gerade unterschrieben, ich glaube, Vitamin D ist doch wichtig, ich lege mich mal in die Sonne. Und dann sind sie dann zufällig in der Placebo-Gruppe und dann wird natürlich der Placebo-Effekt vermasselt. Man kann einfach auch den Leuten nicht die normale lebensrettende Gesundheitsversorgung vorenthalten und damit eine Studie machen. Also Leute
quasi versuchsweise in den Kerker sperren, um zu gucken, was der Vitamin-D-Mangel macht. Das geht ganz ans Absurde. In der Diskussion sehen wir eben, dass die Ernährungswissenschaftler klar die gesundheitlichen Vorteile sehen, die Wirkmechanismen, das hormonelle System, aber das medizinische System schreit Zeta und Mordio, geht mir nicht auf die Nerven, ihr stört meinen Arbeitsalltag und das Gewinnschöpfungsmodell. Die Sonne in den Papierkorb und da gibt es auch eine systematische Desinformationskampagne von Leuten, die es so haben wollen wie immer. Das ist das Disinformation Playbook auch bei William Grant nachzulesen. Im Schlusswort sagt er, dass also wir Ausgangswerte messen müssen, wo hat der Mensch mit seinem Vitamin-D-Spiegel angefangen, welcher Spiegel wurde erreicht und dann muss man auch eine erhöhte Dosis geben, um den Einzelnen auf den richtigen Wirkspiegel zu bringen, so wie ich das auch bei meinem Vitamin-D-Service mache. Er schreibt hier von 5000 Einheiten, ich habe ihn dann nochmal per E-Mail zurückgefragt und er hat dann geantwortet, ja, diese 5000 Einheiten, das wäre natürlich ein enormer Fortschritt im Vergleich zu der Vitalstudie, die noch bei 2000 Einheiten steht. Man muss sich in der Wissenschaft langsam vortasten, gerade wenn man Zehntausende von Leuten mit Vitamin D versorgt. Klar ist ihm aber auch, dass 50.000 Einheiten durchaus nötig sind. Es geht hierbei auch um die Versorgung der gesamten Öffentlichkeit. Also wenn jemand krank ist und schon irgendwelche Probleme bei sich oder seinen Laborwerten erkennen kann, dann kann er natürlich ganz anders vorgehen, als wenn ein Wissenschaftler sagt, ich spreche jetzt zur gesamten Bevölkerung Europas, Leute, ihr nehmt jetzt jeden Tag, dann sagt er dann 5000, das muss man dann anders bewerten. Wir können nach Hause nehmen, dass wir den Vitaminspiegel richtig steuern müssen, um diese Effekte auszuschöpfen und um uns über diese Fehlmeldungen hinwegzusetzen, dass Vitamin D unwirksam sei, die darauf basieren, dass unterdosiert wurde. Hier finden wir die Quellenangabe für die Originalien, die Literatur können Sie alle nachlesen. Hier sind die Herausgeber und das sind eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und Ärzten. Und der Simulator, das ist jetzt das Know-how, mit dem Sie dann hingehen können, in einer Tabelle eintragen, wie viel Sie genommen haben, wie viel Sie in der Sonne waren. Und dann kann man mit diesen einfachen Startwerten innerhalb von Minutenschnelle eine Kurve hinzaubern, die den Vitaminspiegel widerspiegelt. Und ich habe das natürlich auch geprüft durch Blutabnahme und hier in diesem Beispiel zeigte bei einer Hochdosierung der Rechner 117 Nanogramm pro Milliliter und der Vitaminspiegel über die Blutbestimmung ergab 118. Das war also eine perfekte Vorhersage dieser Entwicklung. Man kann also den Vitamin-D-Spiegel bei sich steuern und einstellen. Genau das ist die Forderung von William Grant, der also hunderte von Publikationen gemacht hat zum Thema Vitamin D. Nutzen Sie das auch für sich und Ihre Familie. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Hier sprach Raimund von Helden.